Herr Barroso, bitte. Herr Kommissar, wenn ich Sie vor 2 Jahren reden gehört hätte, wäre ich begeistert gewesen, was jetzt die Situation in Griechenland betrifft. Wir hören das jedes Mal, es ändert sich überhaupt nichts. Und viele Menschen werfen uns mit Recht vor, dass die EU versagt hätte. Dieser Vorwurf trifft uns alle. Er trifft natürlich ganz besonders Sie als der zuständige Kommissar. Ich möchte mir das aber nicht einfach machen, zudem ich die Situation in Griechenland auch kenne. Und es in der Tat eine sehr schwierige Situation ist und vor allem auch die öffentlichen Einrichtungen eigentlich nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen können, weil sie zum Teil kaputt gespart wurden. Es hat sich eine gefährliche Resignation ausgebreitet. Wir hören Beteuerungen, nächstes Monat würde es besser werden. Wir hören das auch seit 2 Jahren. Wir haben keine Zeit mehr und es ist dringend Zeit, dass wir etwas Neues versuchen, zudem es Menschen gibt, die weg wollen und zudem es Menschen gibt oder Länder gibt, die Flüchtlinge haben wollen. Dennoch gelingt es nicht, diesen Prozess in Gang zu setzen. Und ich frage mich ganz pragmatisch, ohne Schuldzuweisungen, sollten wir nicht irgendwie mal versuchen, etwas Neues zu tun, einen neuen Ansatz, vielleicht einen intermediären Ansatz, eine Taskforce einzurichten, die diesen Prozess endlich beginnt?